So Leute, ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Aber bevor wir rübergehen, muss ich erstmal ein neues Kanalmitglied begrüßen. Nämlich Schleuderaffe hat sich jetzt auch dazu gesellt. Damit sind wir jetzt vier Kanalmitglieder. Einmal Andreas, der am längsten dabei ist, seit einer Woche. Phantom Pro mit seit 4 Tagen. Galaxy Brothers seit 3 Tagen. Und Schleuderaffe, wie gesagt, seit heute Nacht quasi. Erstmal Gruß geht raus an der Stelle. Für die vier Leute, die mich natürlich auch da supporten. Haben natürlich ein paar kleine Emotes im Chat mehr, andersfarbig dargestellt. Also, ihr wisst ja, wenn ihr gerne auch Kanalmitglied werden wollt, einfach Kanalmitgliedschaft beantragen. Das Ganze kostet halt 1 € im Monat. Dafür bekommt ihr die Emotes im Chat. Und ich denke mal, das als kleiner Support kann man das ruhig mal geben. So, dann würde ich sagen, gehen wir direkt mal rein in den Shop. Und was sehen wir da? Aktika. Der Skin ist echt nice. Auch das Rückenaccessoire sieht auch nicht schlecht aus, passt natürlich wieder perfekt zum Skin. Also der gefällt mir definitiv. Aber der gefällt mir schon. Aber der nächste, der kommt, er hier ist richtig nice. Also das ist einer mal wieder der wenigen Skins, die mir wirklich gut gefallen. Wo ich auch nichts zu meckern habe oder sonst irgendwas, der ist wirklich nice. Dann reaktiv Rückenaccessoire. Was genau passiert, werden wir natürlich erst wieder sehen, wenn wir die Kills gemacht haben. Aber wir sehen schon auf dem kleinen Bild, ist halt eine Anzeige, dass ja, wie so eine Skala würde ich jetzt sagen. Aber hier sehen wir natürlich noch nichts. Aber wir werden dann halt schon rausfinden, wie das Ganze funktioniert. Und ihr wisst ja, neue Skins, wenn ihr euch die gönnt, natürlich gerne mit meinem Creator-Code YT-FamilyHack. Und noch kurz was anderes, vergesst nicht, dem Video ein Like dazulassen, weil ihr wisst ja inzwischen, unsere drei Dislikes haben wir ja definitiv schon, also der erste Hater ist schon mal auf jeden Fall da. So, dann haben wir dazu noch die pinken Eispickel. Vom Ton her alles Standard, hört sich recht gut an, aber wie gesagt, der Skin hier, der ist wirklich nice. Also das hier sind die zwei neuen Skins, plus halt hier die Spitzhacke. Ja, die passen, also die Spitzhacken an sich passen jetzt eigentlich nicht. Wenn die jetzt so silberfarben wären, dann wäre nice. Weil Silber würde halt zu ihm passen oder dieses Blau von der Jacke. Weil das Pinke, gut, sie hat zwar leicht pinke Haare und lila Sonnenbrille, aber eigentlich passt die Pickaxe nicht dazu. Ist meine Meinung. So, dann gucken wir direkt mal weiter. Schlotter ist wieder da. Die Frau Flotter, Schlotter. Ist auch ein nicer Skin. Von hinten auf jeden Fall nett anzuschauen. Von vorne habe ich ja damals schon gesagt, sieht ein bisschen komisch aus, aber das Wichtigste bei dem Skin ist für mich eigentlich das Rückenaccessoire. Weil das Rückenaccessoire passt natürlich perfekt zu unseren Arktis-Skins. Also das ist echt nice. So, des Weiteren haben wir die Frostschneide wieder da. Ja, die gefällt mir eigentlich immer noch nicht so. Dann noch die 800 V-Bucks. Naja, die hätte eigentlich im Komplettpaket mit ihr drin sein können. Für 1500 wäre das eigentlich angebracht, weil das für mich ist das eigentlich nur ein 1200er V-Bucks-Skin. Der ist schon ein bisschen teuer, würde ich sagen. So, des Weiteren haben wir drin. Genau, Krampus ist wieder zurück. Ihr wisst ja, ich feiere den Skin irgendwo, weil von hinten sieht er halt echt nice aus, finde ich. Also von hinten definitiv. Und ich denke mal, den kannst du eigentlich auch das ganze Jahr spielen. Man muss nicht unbedingt immer an Weihnachten denken, aber mir gefällt der Skin einfach. Aber ob man sich den dann kauft, halt für 2000 V-Bucks, ist natürlich wieder jedem selbst überlassen. Aber den Skin sieht man eigentlich auch relativ selten, habe ich das Gefühl. Beziehungsweise eigentlich gar nicht. Also wenn ihr auffallen wollt, mit dem Skin definitiv. Dann die Spitzhacke noch dazu. Einmal Göhrenfänger. Eine Göre ist doch eigentlich ein Mädchen, oder nicht? So, dann kommt das Beste. Ich zeige ihn jetzt extra mal von vorne. Jetzt passt mal auf. Im Stream musste ich mich schon kaputt lachen. Achtung. Es sieht aus, als würde der bisschen pupsen. Oder? Meine ich das nur? Aber ist natürlich nicht schlecht, aber ganz ehrlich, ist ein bisschen zu groß, finde ich. Ich glaube, wenn du den hast, da ist der halbe Bildschirm ist voll mit dem Kleider. So, dann haben wir des Weiteren DJ Pop wieder drin, Bob mit den zwei Stilen. Hier, das ist ja der neue. Ich dachte nämlich erst, das hier wäre der neue. Aber wie man sieht,
Habe ich mich wieder gehört. Das hier ist der neue Stil mit dem passenden Rückenaccessoire. Aber wie gesagt, der Skin an sich gefällt mir überhaupt nicht. Und für 2000 V-Bucks, naja. So, dann haben wir Scorpion wieder drin. Erstmal nochmal danke für den, der es mir geschenkt hat. Schon vor längerer Zeit. Dann haben wir langsames Klatschen drin. Dann Pizza Party ist wieder zurück. So, jetzt kommt der Anhalter. Ist schon länger nicht mehr da gewesen. Was habe ich gehört? 454 Tage so rum. Also der war definitiv lange nicht mehr da. Sieht natürlich nice aus. Also wer ihn noch nicht hatte, jetzt könnt ihr euch ihn holen. Und dann Zambal. Sei gegrüßt, das ist genau die Musik, die jetzt die ganze Zeit bei mir im Hintergrund läuft. Ich sage, ich brauche immer so ein bisschen Abwechslung, was die Musik betrifft. Also dauernd dasselbe Menü wird auf Dauer langweilig, aber die Musik ist echt gechillt. Also wenn euch die Hintergrundmusik auch nicht so gefällt, da habt ihr wieder eine neue. Kann ich eigentlich wirklich nur weiterempfehlen. Ich habe sie jetzt so schon 2 Stunden gehört. Ne, 1 Stunde. Wir haben jetzt gerade 20 vor 3. Man kann sie sich auch dauerhaft geben. So, dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem Itemshop. Wie gesagt, ihr wisst ja, gerne meinen Creator-Code benutzen, YT-FamilyHack. Aber denkt dran, gebt nicht zu viel Geld aus, denn es sind nur kosmetische Dinge. So, dann gehen wir gerade schnell rüber in Rette die Welt. Die, die jetzt die ganze Zeit dabei waren, muss ich erstmal auch ein Dankeschön sagen, dass ihr auch bei Rette die Welt da seid, weil. Viele kommen natürlich rein, ja, wann machst du wieder Custom Games, wann spielst du Battle Royale? Ganz ehrlich, derzeit macht Rette die Welt einfach nur Spaß. Wir haben quasi schon wieder so ein paar Leute, die zusammengehören. Coco ist auch öfters dabei. Leo hat mir jetzt auch schon öfters geholfen. Schleuderaffe auch. Also Gruß geht ja wirklich an jeden raus, der da auch da am Start ist. So, wir gucken gerade im Itemshop. Da ist das Trollschatz-Lama da. 2 Stück können wir kriegen. Wir gucken auch mal direkt mal rein. Ja, muss halt jeder für sich selber entscheiden, sage ich mal ganz einfach. Es gibt 3 neue Sachen. Einmal den Überlebenden, die Axt und das Lagerfeuer. Aber da müsst ihr halt selber gucken. Wir gucken mal kurz normal in den Shop rein. Hier hat sich eigentlich nichts geändert. Wie gesagt, kauft euch immer die Überlebenden raus. Die Regentropfen sind sehr wichtig. Die Pistole habe ich mir zwar gekauft, aber habe sie schon wieder abgestoßen, weil man braucht sie eigentlich doch nicht. Dann hier das Äffchen, der Nussknacker, den habe ich mir auch noch gekauft, einfach weil ich halt das Gold hatte. So, dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem Shop-Video. Denkt dran, vergesst nicht meinen Creator-Code nochmal zu aktualisieren. Vergesst nicht ein Like auf den Stream dazu, auf das Video dazulassen. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch viel Spaß und eventuell bis gleich im Stream, je nachdem, wann ihr das Ganze seht. Und wir werden immer noch ein wenig Rette die Welt streamen, damit ich einfach wirklich die Story irgendwann mal durch habe. In dem Sinne würde ich sagen, haut rein.